Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Es ist schön, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast. Heute wieder mit einem inspirierenden neuen Gast und mit mir als Gastgeberin. Seit September 2020 unterstütze ich Tobi bei den Interviews. Ich bin Melanie Siefert und arbeite mittlerweile seit 20 Jahren im Event- und Moderationsbereich. Und ich freue mich ganz besonders auf diese neue Folge und das Interview heute und wünsche dir ganz viel Spaß und viele Aha-Momente. Mein heutiger Gast ist eine absolute Powerfrau mit eigenem Business, in Namibia geboren, mittlerweile Mama, Vintage-Liebhaberin mit eigenem Vintage-Store und sie hat in 2020 den Wettbewerb gewonnen, den vermutlich jeder kennt. Sie wurde Miss Germany 2020. Wir werden auf all das eingehen. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Leonie von Haase. Dankeschön. Hi. Freue mich sehr, hier sein. Also virtuell bei dir sein zu dürfen. Genau. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass das alles jetzt gerade heute so wundervoll klappt und du die Zeit nehmen konntest. Und weißt du was? Ein Fun Fact am Anfang muss ich mal raushauen. Und zwar letztes Jahr, also 2020, als du die Wahl gewonnen hast, da hattest du ja auch noch ein bisschen längere Haare und einen Pony. Und ich habe jahrelang auch einen Pony getragen. Und mittlerweile habe ich ihn mir rauswachsen lassen. Also wir hatten schon mal was gemeinsam. Ich wollte sagen, als ich dich eben in dem Bild gesehen habe, wollte ich auch sagen, ja, wir haben eigentlich haben wir fast, ich glaube, wir haben sogar die gleiche Frisur, Haar gehabt alles. Und ja, genau. Aber jetzt auch, nur halt, dass ich vielleicht, keine Ahnung, ein paar Zentimeter weniger habe. Genau, das fand ich auf jeden Fall sehr amüsant. Musste ich gestern schmunzeln, als ich nochmal so ein bisschen hin und her recherchiert habe. Aber das soll es mal gewesen sein von unseren Haaren, denn darum geht es ja heute nicht, sondern natürlich um ganz, ganz viele andere wichtige Themen. Und damit ihr Leonie von Haase noch ein bisschen besser kennenlernt, bevor wir in das Interview starten, gibt es jetzt erstmal die offizielle Anmoderation. Leonie von Haase ist Mama, eine absolute Powerfrau, Miss Germany 2020, Unternehmerin und kreativer Freigeist. Sie ist gelernte Marketingstrategin und Autorin und hat hauptsächlich in der Design- und Modebranche gearbeitet und nach der Geburt ihres Sohnes schließlich ihren Online-Store, The Leonie Store, gegründet. Seitdem Leonie 15 Jahre alt ist, sammelt sie Vintage-Klamotten und Artefakte und hat somit ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Im The Leonie Store gibt es einzigartige Vintage-Pieces, die Leonie aufwertet und modern inzidiert. Jetzt haben wir es. Damit versuchst du, das Ethos der Kreislaufökonomie zu fördern. Wir werden auf all das eingehen. Ich freue mich schon. Mit ihrer Marke Leonie The Label ist vor kurzem ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Und Leonie ist sehr stolz, das erste Produkt, bei YouTube sehen wir es gerade, unter ihrem eigenen Label gelauncht zu haben. Leonie kommt in vierter Generation aus Namibia und lebt mit ihrer Familie aktuell in Kiel. Also da ist dein Mann mit bei, der Sohnemann und Rosi, den Golden Retriever, hat man mir hier mitgeteilt. Sehr, sehr cool. Leonies Familie in Afrika ist sehr gesellig und laut und jeder, der diese kennt, weiß, dass Leonie diese Eigenschaften auch stark verwurzelt in ihr Leben in Kiel adaptiert hat. Leonies Familie ist ihr persönlich wichtigster Anker. Im gleichen Zuge sind aber auch ihre Mutter Heidi und Oma Uschi ihre großen Vorbilder, weil sie unglaublich starke, schlaue und unkonventionelle Frauen sind, die Leonie vorleben, wie kreativ und liebevoll eine Frau eine Familie behaupten kann, ohne sich selber komplett aufzugeben. Wow, also das klingt auf jeden Fall nach ganz viel spannend. Spannenden Insights, die wir hier auf Liebe noch eingehen werden. Ich sage nochmal danke für deine Zeit und das folgende Interview. Ja, sehr, sehr gerne. Eine kleine Korrektur. Ich bin nicht Marketingstrategin, ich bin Markenstrategin, also Brand Strategist quasi. Ich bin für die Konzeption bis hin zur Realisation von einer Marke quasi zuständig oder hab's gelernt und Marketing ist ein Aspekt davon. So. Sehr gut. Vielen Dank für diesen Hinweis und Zusatz. Und wir kommen zu meiner ersten Frage, die vielleicht ein bisschen anders ist. Denn ich habe mich gefragt, welche Frage wurde dir denn vielleicht, vor allem auch in dem letzten Jahr, noch nicht gestellt, auf die du aber super gerne mal antworten wollen würdest?
Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich dir jetzt gerade gar nicht so, da hättest du mich drauf vorbereiten sollen. Dann wäre es also ja nicht so spannend. Ja, aber weil wirklich dazu muss man sagen, also mir wurden in den letzten Jahren so unglaublich und auch wirklich vielfältige Fragen gestellt, weil unter dem neuen Miss Germany-Konzept nochmal ein ganz anderes Auge auf mich geworfen wurde, wofür ich natürlich auch sehr dankbar bin. Ich glaube, vorher war die Meinung der Miss Germany vielleicht eher von der Boulevardpresse so, also gecovert, beziehungsweise die Meinung war halt auch nicht so dass der Hauptfokus. Und ich hatte wirklich sehr, sehr viele, auch sehr inspirierende Journalistinnen und Journalistinnen, die sich mit mir auseinandergesetzt haben. Und die haben mir tatsächlich auch wirklich sehr, sehr tiefgreifende Fragen gestellt. Okay. Von daher kann ich dir jetzt gar nicht so sagen, was jetzt die eine Frage wäre, die ich schon immer hören wollte oder ja, so. Oder wo du was zu sagen wolltest. Okay, super, finde ich gut. Dann hast du auf jeden Fall da viel mitgenommen im letzten Jahr. Und ich habe tatsächlich in der Vorbereitung auf das Interview nochmal geschaut, wann denn die Wahl in 2020 war. Und die war tatsächlich im Februar. Das heißt, also wir sind jetzt gerade Anfang Februar, wo wir das Interview aufnehmen. Das heißt, es ist ja ein gutes Jahr jetzt auch rum, beziehungsweise bald startet, glaube ich, schon die nächste Wahl dann wieder. Und wie du es gerade schon gesagt hast, es gab in 2020 ein anderes Konzept bei der Miss Germany-Wahl. Und bevor wir natürlich auf all deine anderen wundervollen Tätigkeiten noch eingehen und auch auf dich ein bisschen, wollte ich natürlich trotz alledem auf diese Wahl eingehen und auf dein Gewinn und was das auch mit dir gemacht hat oder was dich dazu bewogen hat, einfach auch wirklich da mitzumachen. Und genau, sag doch einmal kurz von dir aus, warum hast du dich damals angemeldet? Also lag es tatsächlich an diesem neuen Konzept, dass sozusagen eben nicht mehr nur auf ja, das Äußere gesehen werden sollte, sondern eben du, ja, die Mädels, die sich bewerben konnten oder Frauen, teilweise auch, glaube ich, älter sein mussten, wenn ich richtig informiert bin und man einfach wirklich auch ein anderes Augenmerk draufgelegt hat, mehr auf die Personality geachtet hat. Also war das so dein Hintergedanke, dass du gesagt hast, okay, mit dem neuen Konzept, da bewerbe ich mich jetzt auch mal und versuche mal mein Glück? Also, ich muss mal ein bisschen weiter ausholen. Und zwar durch meine Kindheit in Namibia oder damals Deutsch-Südwestafrika habe ich so bestimmte kulturelle Kontakte, die man durch eine Kindheit und Jugend in Namibia haben würde, wie diese Tradition der Miss Germany oder gegebenenfalls heutzutage natürlich als auch, keine Ahnung, Germany's Next Top Model oder Deutschland sucht den Superstar oder was auch immer, die hatte ich halt nicht, ne? Weil wir jetzt auch noch auf die Frage, die mir vielleicht mal gestellt werden könnte, wo kommt deine Fantasie oder deine Kreativität her? Ich bin halt komplett ohne Fernsehen aufgewachsen. Ich glaube, ich habe mit 6 oder 7 das erste Mal vielleicht einen Film im Internat geschaut oder so, ne? Also ich bin halt komplett befreit von äußerlichen kulturellen Einflüssen aufgewachsen. Und ich kann mich aber noch ganz gut daran erinnern, dass ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, auf jeden Fall hat irgendwann mal eine Miss Namibia die Miss Universe-Wahl gewonnen. Und das war das allererste Mal, dass ich überhaupt sowas gesehen hatte, ne, und so ein Konzept. Mhm. Und wir haben das dann halt in unserem klitzekleinen Fernseher, da war ich, keine Ahnung, glaube ich, 8 oder 9, auf unserer Farm mitten in der Kalahari haben wir dann diese Wahl angeschaut und in ganz schlechter Qualität. Und ich fand es irgendwie total spannend. Und natürlich, es ist so eine Welt, ich habe früher auch gerne mit Barbies gespielt, so, die mir dann meine Tanten aus Amerika mitgebracht haben. Und das war für mich irgendwie so eine, ja, keine Ahnung, so eine ganz ferne Welt. So. Und dann jetzt fast forward zum vorletzten Jahr, wo ja diese Wahlen, also wo man oder wo die Bewerbungen für die Wahl stattfanden, hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm, weil ich, wie gesagt, noch nie für mich selber eine Ambition hatte, irgendwie bei sowas mitzumachen. Und ich bin auch nicht wirklich so vom Mainstream geprägt. Also ich würde jetzt auch nicht, keine Ahnung, ich würde mich jetzt auch nicht bald, also ich schaue auch nicht The Bachelor oder was auch immer, also so, ne? Ich bin einfach, ich bin so ein bisschen eher auf der alternativen Schiene unterwegs. Und meine beste Freundin Doreen Schumacher hat die Relaunch-Kampagne für die gemacht. Und zwar hat die Agentur, die damals dieses Relaunch
für Miss Germany oder dieses Rebranding gemacht hat, hat Doreen angeschrieben auf Instagram, weil Doreen eine sehr bemerkenswerte Frau ist. Also sie ist Architektin und sie hat ihr eigenes Interior Design Studio und sie ist Mama und sie arbeitet aber auch noch als Model und sie ist einfach eine derbe, coole Frau. Und sie ist auch so die Hauptperson, die mir immer meine kreativen Denkanstöße gibt. Zum Beispiel war The Leonie Store auch ihre Idee. Sie hat gesagt, ey, jetzt mach mal was mit deinem Vintage so. Also man merkt schon, sie ist wirklich ein sehr wichtiger Charakter in meinem Leben. Und wie gesagt, hatte sie diese Relaunch-Kampagne gemacht und dann hatte ich das gesehen oder sie hatte mir davon erzählt und habe ich mir gedacht, okay, was soll das jetzt so? Hast du das wirklich nötig? Habe das so ein bisschen beurteilt oder verurteilt und dann hat sie zu mir gesagt, du, lass das mal, denn ich habe mich wirklich mit dem Max Klemmer bei dem Shooting hingesetzt und habe ihn wirklich, habe ihn Löcher in den Bauch gefragt und dieses neue Konzept ist solide und es geht überhaupt nicht mehr um Schönheit und um das äußerliche Messen, sondern es geht um, es geht darum, unkonventionelle, starke weibliche Vorbilder für die nächsten, sowie als auch die existierenden Generationen von Frauen zu finden, die nicht wie in Germany's Next Top Model zum Beispiel vielleicht eher ja in so einem Reality-Licht dargestellt werden oder ne, sondern es geht darum, einfach Frauen eine Plattform zu geben, aus, ne, aus ganz Deutschland, aus der ganzen Bandbreite, Frauen, die, keine Ahnung, Medizinerin bis zu, ja, so wie mir, Unternehmerin. Und die auch eine eigene Message haben wahrscheinlich schon. Genau, ne? Und die, genau, und die eine eigene Message haben. Und natürlich ist das immer noch im Rahmen eines Wettbewerbs. Ja. Und natürlich hat das auch immer noch ein sehr eingesessenes Image. Das dauert natürlich auch noch lange. Aber ich fand diese, als Doreen mir dann von diesem neuen Konzept erzählt hat und diese Vision vom Max, das, dann fand ich es auf einmal spannend. Und ich bin vielleicht durch meinen Beruf, ne, als Markenstratege kann ich sehr schnell Feuer und Flamme für neue Konzepte fangen, die ich, wo ich denke, wow, die haben Potenzial, aber ich bin auch generell jemand, der, ich bin eher so ein Draufgänger-Typ und ich traue mich eigentlich immer eher ein bisschen zu viel als zu wenig. Und dann habe ich mir gedacht, ey, scheiß drauf, dann bewerbe ich mich einfach, weil Doreen halt zu mir meinte, ja, guck mal, das wäre doch ganz cool, um deinem Store irgendwie nochmal ein bisschen mehr Reichweite zu geben. Und ja, dann habe ich mich beworben, habe mir wirklich nichts beigedacht. Das ist ja ganz oft so, ne? Dass diejenigen, die einfach nur mal irgendwie so mitmachen, also klar hast du dir vielleicht auch schon was dabei gedacht, aber grundsätzlich eben nicht jetzt vielleicht so wie andere Frauen, die sich angemeldet haben oder die das vielleicht schon ewig kennen, ne? Sondern du einfach auch, ich mach mal mit und dann, ja, gewinnst du auch noch das Ding. ja, und ich muss aber auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich mich im zweiten Jahr beworben hätte. Ne? Also ich fand es gerade dadurch, dass es so eine ganz neue Sache war und dass es entweder sink or swim sozusagen, also entweder es wird, ne, der Mega-Success oder es wird halt überhaupt kein Success. Und das fand ich irgendwie spannend, ein Teil von der Geschichte zu sein, gewissermaßen. Ja. Und das war der Grund, warum ich mich beworben habe. Und dann, ich sage manchmal so ein bisschen liebevoll, da bin ich aus Versehen Miss Germany geworden. aber es war tatsächlich, und das sage ich jetzt aber nur so spielerisch, weil es keine Lebensambition war irgendwie. Ja, klar. Weil du wahrscheinlich auch mit beidem einfach fein gewesen wärst, entweder den Sieg natürlich zu haben, was jetzt passiert ist, oder eben auch zu sagen, okay, oder es klappt nicht und war eine gute Erfahrung, nehme ich mal an. Ne? Das warst du dir wahrscheinlich schon sehr bewusst darüber, was du da machst. Ja. Genau, und es ging halt wirklich auch um diese Erfahrung, weil ich finde das Zusammenkommen von Frauen immer super, super spannend. Ich meine, ich bin die jüngste von 4 Mädchen und ich komme aus einer sehr weiblich dominanten Familie und diese Sisterhood, ne? Also dieser Austausch zwischen Frauen, auch durch die Generationen, finde ich für mich super, super inspirierend und ich hatte einfach auch total Bock, die anderen kennenzulernen und mich mit denen auszutauschen und deren Lebensgeschichten zu erfahren und dementsprechend sage ich halt auch immer, ich bin nicht unbedingt die Siegerin, weil das finde ich schwierig und ich glaube auch Langzeit ist in diesem Konzept die Idee von der Siegerin nicht unbedingt vertretbar, denn ich sehe mich als Repräsentantin von den anderen 15 Frauen, die dabei waren, weil sie waren alle super, super
cool und haben alle für sich, man kann das nicht messen, ne? Also man kann jetzt nicht sagen, du hast mehr Personality als du oder du hast, keine Ahnung, mehr Ausstrahlung als du oder was, ne? Weil wenn es ein Personality Contest ist, dann zählt ja alles so. Yeah. Und deswegen glaube ich halt, ich bin so ein bisschen die Pressesprecherin für die Frauen in meiner Wahl gewesen. Sozusagen. Das ist aber auch schön gesagt, auf jeden Fall. Ja, ich merke schon, dir ist auf jeden Fall auch wichtig, der Support untereinander und auch gerade wahrscheinlich so ein Miteinander einfach, vielleicht auch kooperieren, dass sich da Dinge ergeben zwischen Frauen, finde ich richtig, richtig gut. Wie war das denn aber tatsächlich dann vor Ort? Also du hast dich angemeldet, du wurdest eingeladen, hast ja irgendwo eine Wahl. Wo warst du dann? Wo hast du dich dann, also in welcher Stadt hast du dann gewonnen? Also erst wurde ich Miss Schleswig-Holstein. Mhm. Bevor ich die Runde geschafft habe, wurden wir alle zu so einem Live-Experience eingeladen. Sprich, da wurden, ich glaube, die Top 16 aus dem Bundesland wurden dann zu diesem Event eingeladen und da haben wir halt Max kennengelernt und das war für mich tatsächlich auch schon echt spannend, weil mich eine Produzentin von Arte kontaktiert hatte. Ich weiß nicht wo, keine Ahnung, wo sie meinen Kontakt her hatte, aber die hatten Interesse, dieses neue Konzept zu verfolgen und hatten dann sind dann irgendwie auf mich gekommen und wollten halt unkonventionelle Frauen, die sich normalerweise nicht bewerben würden. Und so wurde ich dann die Protagonistin in diesem Film. Und die waren dann halt mit mir bei diesen Live-Experiences. Und wenn man sich diesen Film anschaut, dann kann man halt auch noch sehen, dass ich noch sehr skeptisch an die Sache gegangen bin, auch bei den Live-Experiences. Also ich war eigentlich durch den ganzen Prozess sehr skeptisch, muss ich sagen. Also eine gesunde Skepsis, sagen wir mal so. Also ich war nicht zynisch, sondern ich habe einfach sehr analytisch die Sache betrachtet und an diesen Live-Experiences haben wir dann, wie gesagt, wirklich nochmal den Kontakt, also nochmal mehr den Kontakt zu diesem neuen Konzept gehabt und auch nochmal wirklich Oh, jetzt höre ich dich gerade nicht mehr. Diesen Live-Experience habe ich mir dann Bist du wieder zu hören? Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Gerade war dein Bild stehend und dein Ton auch aus. Okay, dann hole ich nochmal aus. Ja, also bis live, ja genau, irgendwas mit Live Experience, da kannst du sozusagen nochmal einfach starten. Also bei den Live Experiences ist mir dann bewusst geworden, dass dieses Konzept nicht nur so eine Marketing-Sache ist, sondern dass es auch wirklich ernst gemeint ist. Ich habe mich länger dann auch mit Max nochmal unterhalten und danach hatte ich dann das Gefühl, okay, jetzt habe ich aber auch Bock, da irgendwie mitwirken zu dürfen. Und ja, so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und dann habe ich Anfang Dezember 2019 halt Bescheid bekommen, dass ich mit Schleswig-Holstein geworden bin und somit mich dann quasi fürs Finale qualifiziert habe. Und dann ging es im Februar in das Personality Camp. Also da waren wir 2 Wochen im Europapark in Rust und 1 Woche in Ägypten. Und ja, in dem Camp ging es sehr viel wir haben viele Workshops bekommen und super, in wirklich sehr inspirierende Coachings und Workshops und so. Also das haben wir eigentlich alle so als unser Hauptgewinn empfunden. Und ich glaube, in diesen 3 Wochen mitmachen zu dürfen und wirklich von echt schon teilweise sehr krassen Personalities, wie gesagt, Rat zu bekommen oder Coachings zu bekommen und so, war wirklich sehr, sehr wertvoll. Wahrscheinlich auch mit das Wertvollste, oder? Also absolut. Wenn man jetzt wieder von Gewinnen sprechen möchte, dann ist es schon so, dass man selbst, wenn man da ist, eigentlich schon gewonnen hat, weil das kann dir halt keiner mehr nehmen, oder? Also alles, was du dort bekommst Genau, und das Ding ist, du möchtest nicht Miss Germany unter dem neuen Konzept
werden, weil du dir hoffst, dass du dadurch hoffst, dass du dadurch jetzt super reich wirst. Ne? Ja. Also das finanziell vielleicht auch durch Corona hat mir das Jahr jetzt nicht so viel gebracht. Ja. Aber genau so habe ich das auch betrachtet, dass diese 3 Wochen für mich eigentlich schon so der Hauptgewinn waren. Was hast du da nochmal so einmal so, was würdest du sagen, rückblickend in diesen 3 Wochen? Was war so dein Main Learning oder das, was dir jetzt am meisten noch auch jetzt im Nachgang hilft, vielleicht bei Interviews oder bei all dem, was du so machst? Ich glaube tatsächlich das Medientraining. Ja. Also wir haben sehr gezielt von einem Redakteur einer sehr bekannten Klatschpresse, der hat uns alle, als wir in Ägypten waren, das ist auch gut in diesem Arte-Film zu sehen, das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber der hat uns alle ziemlich in die Pfanne gehauen und hat uns sehr ins kalte Wasser springen lassen am ersten Abend, wo wir da waren. Wir hatten kaum geschlafen und wir mussten dann irgendwie alle auf die Bühne uns stellen und irgendwie in 2 Minuten so ein Sales-Pitch quasi uns verkaufen vor 200 Leuten sozusagen. Und ich glaube, das sogar auch noch auf Englisch oder so. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Auf jeden Fall, das war schon so. Und dann haben wir halt danach nochmal einen Workshop mit ihm bekommen und dann auch diverse Medientraining-Workshops. Und da denke ich noch ganz oft dran, wenn ich jetzt Interviews beantworte oder irgendwie Live-Auftritte habe oder so, dass bestimmte so kleine Tipps und Hacks, die wir da mitbekommen haben, auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll waren für mich dieses Jahr. Magst du oder darfst du einen davon teilen oder ist das ganz geheim? Also das für mich das Größte ist auf jeden Fall gewesen, du musst nicht alles mit dir machen lassen. So, ne? Also, ja. Und du kannst auch ganz gezielt sagen, wenn jemand dir zu weit geht oder wenn jemand frech wird oder wenn jemand versucht, dich in die Pfanne zu hauen, dass du auch sehr höflich, aber trotzdem sehr bestimmt sagen kannst, da möchte ich nicht drauf antworten, bitte nächste Frage. Ja. So, ne? Und das hatte ich glaube, man hat so das Gefühl, so, oh, man ist, wenn man, das ist ja schon sehr einschüchternd, wenn man das erste Mal einem Reporter gegenüber sitzt, dann denkt man, oh, man ist denen irgendwie was schuldig. Und dann redet man oftmals zu viel und ist dann im Nachhinein so ein bisschen verunsichert. Und ich meine, du weißt das wahrscheinlich selber, die Presse schreibt im Endeffekt immer die Geschichte, die für sie am besten ist. Und deswegen ist immer less is more. Also lieber ein bisschen weniger von dir selber preisgeben und dann wissen, okay, ich kann abends schlafen, ohne jetzt Sorgen zu haben, dass am nächsten Tag irgendeine krasse Schlagzeile über mich kommt, mit der ich eigentlich überhaupt nichts zu tun habe. So. Und in dem Zuge bin ich ja auch von Anfang an schon sehr, sehr privat gewesen, was mein Privatleben angeht. Ja. Ich zeige ja auch meinen Sohn überhaupt nicht oder meinen Partner oder auch nicht wirklich mein Zuhause oder mein Interiors oder so. Da wird immer nachgefragt, weil ich diese Privatsphäre und das, was meins ist, vor allen Dingen als Person der Öffentlichkeit, auch wenn ich jetzt nicht ein A-List-Promi bin, ist klar, aber mir ist trotzdem super wichtig, dass ich Kontrolle habe über das, was meins ist. Ja, so. Ja, verstehe ich. Finde ich auch gut. Er handelt ja jeder anders, aber trotzdem finde ich es auch wieder immer wieder gut, wenn Menschen sagen, nee, warte mal, das ist so mein Ding und das behalte ich auch für mich. Und war das eine Entscheidung, die du vorher gefällt hast, dass du, bevor du dich dort angemeldet hast oder währenddessen den ganzen Prozess gesagt hast, okay, wenn es da irgendwie auch größer wird oder allgemein, du warst ja vermutlich vorher auch schon auf Social Media unterwegs, nehme ich mal an, dass du da schon für dich wusstest, okay, ich werde das eh nie auch mit in die Öffentlichkeit nehmen oder war das so im Laufe des... Also Wettbewerbsprozess? Zur Geburt unseres Sohnes haben mein Partner und ich uns schon, also haben wir beide gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass er, bis er selber entscheiden kann, ob er im Internet zu sehen ist, wir ihn nicht im Internet veröffentlichen. Weil was im Internet ist, ist für immer da und das wollten wir. Ne, also das ist so ein bisschen so da nimmt man die freie Entscheidung eines Kindes, bevor das Kind überhaupt selber entscheiden kann, ob es jetzt in Windeln oder, keine Ahnung, gegebenenfalls auch nackt in der Badewanne fotografiert wird und dann in die Stories hochgeladen wird. Und davon abgesehen, zieht sich ja auch noch dahinter ein ganz anderer Rattenschwanz. Ja. Ne? Also was
was die, ja, also was die Veröffentlichung von Kindern in komprimierten Situationen angeht. Und das war uns von Anfang an, ist mir auch nach wie vor noch super ungeheuer. Und ich finde es auch, ich finde es auch nicht in Ordnung, dass man sich selber oder sein eigenes Image anhand der Entwicklung seiner eigenen Kinder aufbaut. Also, aber das ist so ganz mein, das ist meine persönliche Meinung. Ja, klar, da gehen ja auch die Meinungen so komplett auseinander bei vielen, ne? Aber ja. Genau. Aber ich denke mir halt, wenn das Kind noch nicht mitsprechen kann, darf ich nicht für das Kind entscheiden, wie viel ich es von diesem Kind zeige, so, ne? Weil ich meine, keine Ahnung, dann ist das Kind irgendwann 16 und dann. Kinder sind ja auch total gemein und dann wird es gemobbt, weil die ganze Geburt bis zum 16. Lebensjahr oder was auch immer komplett schon online ist, zu sehen ist. Genau. Auf jeden Fall, das. Aber andererseits ist es ja auch so, stelle ich mir gerade vor, dass dadurch, dass du die Entscheidung getroffen hast oder ihr, ist ja wiederum vielleicht auch entspannter im Privatleben dann ohne Handy dann zu sein, ne? Also, dass man auch schon direkt weiß, okay, wir müssen hier gerade gar nichts filmen, wir nehmen nichts mit, das ist jetzt gerade privat und dann bist du vielleicht in bestimmten Momenten wieder eben öffentlich und teilst irgendwelche anderen Stories und hast aber auch dadurch so einen Split, oder? Ja, es gibt natürlich auch welche, die ihre Kinder zeigen und dann so ein, keine Ahnung, vielleicht so ein Herzchen darüber oder sie von hinten zeigen oder so, ne? Und für mich war das tatsächlich, das hat so viel Stress irgendwie im Alltag verursacht, auch zwischen meinem Partner und mir, dass so diese Grauzone, wo zieht man dann die Grenze? Das ist zu viel und dann habe ich mich halt auch irgendwann. Also natürlich kann man auch auf meinem Instagram mal ein Bild sehen von mir mit einem Kinderwagen oder so. Yeah. Ne? Aber es ging halt dann einfach darum zu sagen, wir lassen das einfach komplett raus. Und das hat die Situation tatsächlich um einiges entspannt. Und das stimmt schon absolut. Also in bestimmten Momenten, wenn wir jetzt zum Beispiel rodeln gehen oder so, oder wir zusammen nach Dänemark in den Urlaub fahren und wir alle zusammen Wellenreiten gehen oder so, habe ich nicht ständig dieses Gefühl, oh, ich muss das jetzt mitnehmen, weil ich muss ja Content kreieren. Ich bin ja sowieso nicht so. Also klar, ich weiß, dass Instagram ein Teil von meiner Rolle und meinem Beruf, meinem jetzigen Beruf ist. Aber ich habe das ja auch schon sehr oft eigentlich gesagt, dass ich nicht wirklich Interesse daran habe, Influencer zu sein, weil dieser Druck, ständig zu posten und diesen Likes hinterher zu jagen und mich persönlich durch meine Online-Präsenz bestätigt zu fühlen, finde ich, vielleicht hat es auch was mit meinem Alter zu tun, aber finde ich zu stressig und das raubt mir auch viel zu viel Zeit und ich merke auch selber, dass ich jetzt noch viel zu viel Zeit auf Instagram verbringe, weil das ist ja auch so ein schwarzes Loch, da kann man sich ja so drin verlieren und die Zeit, wo ich, bevor ich so Instagram. Also vorher hatte ich halt einen Account für The Leonie Store, ne? Und da war halt auch mein persönlicher Kram drauf und dann habe ich mein persönliches Instagram nochmal separat gemacht, ja. Genau, Wesen sozusagen erfunden oder genau. Und ich merke halt, seitdem ich auch ein persönliches, also seitdem ich zwei Accounts habe, dass die Zeit, wo ich mich normalerweise vorher immer hingesetzt hätte und ein Buch gelesen hätte oder so, dass jetzt einfach man ist ja so schnell, ist irgendwie eine halbe Stunde weg und aber wir schweifen so ein bisschen aus. Ja, alles gut. Ja, da hast du recht. Da geht sehr, sehr viel Zeit drauf, wenn man ja doch irgendwie auf Social Media ist. Und das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Aber ich möchte noch einmal kurz auf diesen Moment zurückkommen, wo du dann diese Krone aufgesetzt bekommen hast. Und wahrscheinlich total, oder du kannst es verraten. Also wie hast du dich in diesem Moment gefühlt, wo du wirklich wusstest, warte mal, ich habe doch hier gar nicht mitgemacht, weil ich gewinnen wollte. Oder auch, ja, wie du gesagt hast, das für dich ja gar nicht so ein Sieg an sich ist, aber trotzdem hast du dann eben ja den Titel bekommen und gehst jetzt eben seit einem Jahr für alle Frauen, die mitgemacht haben, auch eben mit deinem Namen durch das Leben und stehst mehr in der Öffentlichkeit. Also wie war denn so dieser Moment, als du dann wirklich deinen Namen gehört hast? Und was würdest du sagen, wie hat sich danach so dein Leben verändert dann doch auch?
Also in dem Camp selber, wie gesagt, hatte ich nicht dieses Gefühl, es geht jetzt darum, dass eine Person gewinnen muss. Ich glaube, das wurde erst so Realität in den letzten 2-3 Tagen, wo wir dann auf der Bühne geprobt haben. Und dann haben wir immer so Szenarien durchgespielt, ne, damit natürlich jede Stufe sozusagen sitzt. Und dann hat mal die eine gewonnen und mal die andere und bla 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 so. Und da wurde mir dann das erste Mal bewusst so, okay, ja krass, eine von uns wird's werden. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, so, dann will ich aber auch, dass ich das bin. Ja. So, ne? Aber natürlich stand ich mit mir selber die ganze Zeit irgendwie im Konflikt, weil ich mir auf der einen Seite wirklich gedacht habe, es wäre schon eine ziemlich coole Sache, aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, boah, aber da kommt auch noch eine ganze andere Welt auf dich zu und bist du dazu bereit, weil ich nicht jede Woche reisen kann, ne? Weil ich nicht dazu bereit bin, alles aus meinem Leben zu teilen. Werden Leute überhaupt, würde ich überhaupt Zuspruch bekommen? Oder bin ich zu kontrovers? Oder kann ich diesen Druck irgendwie ab, dass ich daran nicht kaputt gehe und bin ich nicht zu sensibel für die ganze Kritik? Und als dann mein Name gerufen wurde, das war fast schon so, als ob ich es wusste, aber ich wusste es natürlich nicht. Aber dann, das war so eine Außerkörpererfahrung irgendwie, weil ich war so heftig nervös die ganze Zeit, also wirklich die ganze Zeit. Ich hatte auch kurz vorm Finale musste ich wirklich sehr viel atmen und mich sehr runterbringen, weil ich dachte, ich muss jetzt hier weg. Also ich bin eher so ein Typ Angststörung. Also ich kann nicht gut mit so richtig krass stressigen Situationen um. Dann warst du ja da genau richtig. Ja, genau. Aber das hat meine Psychologin zum Beispiel auch zu mir gesagt. Ja. Meinte so, ja, aber sind Sie sicher, dass Sie das machen wollen? Ja. Ich sag, klar, dann ist ja das genau das Richtige. Wenn ich so dolle Angst vor diesem Moment habe, dann ist das genau das Richtige, was ich machen muss. So. Wow. Auf jeden Fall, meine Familie saß auf der Seite und Doreen. Meine Eltern sind aus Namibia angereist und meine Schwestern, und es war ein totaler, es war irgendwie alles so, und ich habe sie die ganze Zeit gesehen, und dann wurde halt mein Name gerufen, und dann habe ich auch noch zu Nadine, also meiner Vorgängerin, gesagt, was passiert hier gerade? Und sie so, du bist gerade Miss Germany geworden, und ich habe so gedacht, so, was? Und in dem Moment, muss ich sagen, habe ich mich tatsächlich sehr stark gefühlt und habe mir gedacht, ey, das ist genau das Richtige, dieser Moment, das ist mein Moment. Ich habe auch, das kann man auch noch auf den Aufnahmen sehen, habe ich kurz nach meinem Sieg, als dann alles um mich rumtrubelte, habe ich auch noch meinen Eltern zugewunken, habe gesagt, das habe ich alles für euch gemacht. So, das war so ein wundervoller Moment. Und wenn ich mir das Finale jetzt angucke, dann kommen mir immer noch so ein bisschen die Tränen, einfach weil es auch es war auch irgendwie so eine Symbolik. Ne? Also dieser Hosenanzug, über die jetzt alle stundenlang danach geredet haben, das war eigentlich auch nur Zufall, weil die Kleider, die wir eigentlich tragen sollten, die Abendgarderobe war nicht rechtzeitig fertig, und dann hatten wir in der letzten Minute, wurde dann backstage entschieden, dass wir dann halt trotzdem, also wieder einfach die Anzüge anziehen und so, und dieses große spannend, Statement. Okay, nach außen wird es natürlich, tatsächlich habe ich das auch gedacht, als ich nochmal das Video gesehen habe, dachte ich auch, okay, passt ja auch zum neuen Konzept, ne? Ein bisschen sportlich, ja, und so ein schwarzer, so overall-mäßig auch, ne? Es war ein Anzug, also okay. Und das war eigentlich überhaupt nicht so gedacht aber im Endeffekt war das dann so die Headline, weißt du, wo ich dann so da stand in meinem Anzug. Ja. Und das hat sich, also das hat total diesen Moment verkörpert und diese ganzen freudigen Frauen um mich rum. Und das war für uns alle einfach ein richtig geiler Moment. Schön. Also es war ein sehr, sehr, sehr beeindruckender Moment auf jeden Fall und prägend auch. Und dann hatte ich ungefähr 2 Wochen Glory, und dann kam Corona.
Ja, Wahnsinn, ne? Du, also da ist ja alles anders gewesen, so wie ja, im letzten Jahr eben oder in 2020, aber passt irgendwie auch zum Konzept, aber wir wollen jetzt gar nicht mal so sehr auf diese neuen, auf diese neue Situation in 2020 eingehen, aber was ich total gerne wissen wollen würde, ist, dass, also du bist ja schon eine unfassbar starke Persönlichkeit und weißt ja auch, glaube ich, was du willst und eben was du sagen kannst, was du irgendwie vielleicht nicht auf dir sitzen lässt. War das denn schon immer so oder bist du da auch erst so reingewachsen und gab es vielleicht auch Mentoren oder so, die dir da ein bisschen zur Seite gestanden haben, so einfach so auf deinem gesamten Lebensweg, dass du tatsächlich einfach auch so eine starke Frau geworden bist? Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich komme aus einem Stall sehr starker Frauen. Ne? Und meine Mutter und meine Oma Uschi, die auch diese Tasse hier gemacht hat, haben mich schon immer sehr geprägt. Aber es ist mir später erst bewusst geworden, wie wertvoll sie als Leitbilder für mich waren. Ich muss tatsächlich sagen, ich war schon immer sehr charaktervoll und auch schon sehr, sehr lebhaft und sehr tiefgründig, würde ich auch sagen. Und bin absoluter Überdenker. Also ich beschäftige mich sehr viel mit meinen eigenen Gedanken und das musste ich mir auch so ein bisschen ablernen, nicht zu krass zu tun und zu analytisch zu werden. Und ich habe bei mir, das war so ein Werdegang, sagen wir mal so. Also so wie ich jetzt bin, habe ich mir tatsächlich sehr hart erarbeitet. Ich wusste schon immer, wo der Hase läuft. Aber ich hatte die ein oder andere doch schon relativ prägend und traumatische Erfahrung in meinem Leben, die mich dann zu dem Punkt geführt haben, an dem ich jetzt im Endeffekt bin. Und ich glaube, durch diese analytische Art und Weise habe ich für mich immer einen Weg gefunden, die Weisheit in diesen schwierigen Momenten zu erkennen und die Chance in auch so Momenten zu erkennen und zu sagen, ey, wenn du das jetzt geschafft hast und du hast das durchgestanden und du stehst immer noch hier und also ich fühl mich tatsächlich durch meine schweren Momente, so scheiße sie auch sind im Leben, eigentlich, das ist das, was mich so am meisten bestärkt. Und ich bin mit 6 auf ein Internat gekommen, dadurch, dass unsere Farm halt zu weit weg war, zur Schule zu fahren. Das ist in Namibia so normal gewesen oder auch nach wie vor noch normal und meine Schwestern halt auch. Und ich wurde wirklich ab meinem 6. Lebensjahr doch schon relativ extrem gemobbt und auch ganz schön physisch so. Und bis zu meinem 13. Lebensjahr und dann hatte ich halt die Schule gewechselt und auch aus dem Grund. Auf jeden Fall. Magst du kurz sagen, warum? Also warum wurdest du gemobbt? Also, weil Kinder teils ganz schön gemein sind. Ne? Also ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund, ich kann jetzt nicht sagen, dass eine Zahnspange hatte oder das war nicht geil, sondern ich war einfach so ein bisschen so ein, ich weiß nicht, ob du das Buch Herr der Fliegen kennst. Tatsächlich nicht. Herr der Fliegen, das sind so Kinder, die irgendwie mit einem, also ein Flugzeug stürzt ab und dann sind auf einmal lauter Kinder auf einem, auf einer Insel quasi gestrandet und da entwickelt sich so eine Eigendynamik und dann gibt's halt, dann wird halt einer, wird dann Piggy genannt und der wird dann quasi zu Tode gemobbt, sozusagen. Ne? Okay. Naja, aber das ist halt einfach so, dieses Buch ist ein super interessanter Einblick in die Psyche von Kindern und was sich da so untereinander irgendwie abspielen kann. So. Auf jeden Fall, es gab keinen bestimmten Grund. Aber hat dich natürlich sehr geprägt, klar. Genau, und hat mich sehr geprägt und vor allen Dingen hat es mich geprägt, indem in meiner eigenen Festigkeit so. Ich konnte mit mir selber nicht so richtig fest werden und wo ich sagen konnte, so, jetzt ist Schluss. Und ich habe nach wie vor eigentlich noch so ein bisschen Probleme mit Grenzen setzen. Ich habe mich dann immer sehr
viel angepasst, damit ich nicht so sehr auffalle oder damit nicht aneckst. Damit ich Leuten gefallen kann. Im Nachhinein ist das jetzt auch irgendwie so meine Superpower gewesen, weil ich bin halt super flexibel und anpassbar. Aber es hat lange gedauert. Was würdest du sagen? Also was hat dir dann geholfen nach dieser Erfahrung oder die schlimme Erfahrung in der Kindheit sozusagen, was waren dann so die Steps, wo du sagst, okay, da bin ich mal auf jemanden gestoßen, der hat mich irgendwie anders behandelt oder ich habe einfach selber nochmal verstanden, okay, das ist gar nicht so, was die vielleicht gesagt haben oder also gab es da so ein paar Schlüsselmomente, wo du dann... Ja, also auf die englische Highschool gekommen bin, hatte ich ja komplett neue Freunde und da hatte ich auch so eine komplett natürlich eine neue Chance sozusagen. Daher kommt auch meine Zweisprachigkeit, weil Englisch dann so für mich meine Ausdruckssprache geworden ist und ich mich quasi wiedererfinden konnte im Englischen. Das hat auf jeden Fall sehr viel gebracht, aber diese prägenden Erfahrungen in der frühen Kindheit, die stecken natürlich in deinen Verhaltensmustern drin, ob du es weißt oder nicht, das ist ja immer alles im Unterbewusstsein. Und ich habe mich doch eigentlich diesem Anpassen, Ausweichen, ich habe mich da schon so durch meine 20er Jahre irgendwie immer so, jedes Mal, wenn es problematisch wurde, habe ich mich dann langsam wieder zurückgezogen. Und das konnte ich auch sehr gut dadurch. Ich habe ja mit 19 angefangen zu modeln und musste mich dadurch nie festlegen. Ne? Also und konnte da auch sehr gut meinen Unterhalt mitverdienen und hatte ich auch Festanstellungen. Aber jedes Mal, wenn es mir dann irgendwie nicht mehr gepasst hat, habe ich dann einfach gesagt, nee, also ich gehe dann mal, weil ich habe jetzt, keine Ahnung, eine Chance in London oder in Mailand oder so 3 Monate zu leben, dann mache ich lieber das und so. Ne? Also ich hatte immer so diese Abbrüche, ich bin immer in eine Richtung gegangen, habe dann wieder abgebrochen, bin dann wieder gegangen, ne? So Stop, Start. Und habe aber immer mit mir selber eine sehr tiefe Traurigkeit irgendwie so rumgetragen und habe dieses diese Einsamkeit und diese du bist nicht gut genug, du bist nicht akzeptiert, das war halt sehr in mir verfestigt und ich glaube halt auch überhaupt nicht daran, dass du dein Problem, du kannst von deinem Problem wegrennen, aber sie holen dich immer irgendwie definitiv ein. Definitiv. Genau. Komm immer wieder zurück. Ja, absolut. Im Englischen gibt es ein Sprichwort, nothing goes away until it teaches us what we have to learn from it. Also nichts geht weg, bis du nicht daraus gelernt hast. Ja, so, sondern es kommt dann immer wieder, kriegst du immer wieder die gleiche. Wieder. Ja. Genau, und genau so war es bei mir halt auch. Und dann kam die Geburt meines Sohnes und da habe ich irgendwie immer so ein Bild in meinem Kopf, dass ich dann quasi wie so ein wildes Pferd war, was in der Ecke gedrängt wurde und sich nochmal so ausgebockt hat, bis es dann irgendwann keine andere Chance hatte, als einfach sich zu entspannen. Es gab gar keine andere Wahl sozusagen und mit einem Kind bist du halt so festgebunden und dieses Geerdete hat mir halt eigentlich durch meine 20er Jahre total gefehlt und es hat mich schon sehr ich fand es doch schon sehr erschreckend, wie die Geburt meines Sohnes oder unseres Sohnes mich so umgeworfen hat. Und danach hatte ich halt eine ziemlich heftige postnatale Depression, die, glaube ich, im Endeffekt die Sorgen, die ich so über die letzten 2 Jahrzehnte mit mir rumgezogen hatte. Kamen dann alle einmal zusammen und dann... Habe ich eine Therapie gemacht und das hat so unglaublich viel bewirkt. Also das einfach, eine psychologische Beratung, Achtsamkeit, Yoga, Meditation, das habe ich sowieso schon immer gemacht, aber einfach mit mir selber, mich selber ganz neu kennenzulernen und ich glaube auch durch die Chance, ein besserer Mensch zu werden, weil ich diese Probleme, die ich mit mir selber oder diese Selbstzweifel, die ja eigentlich alle totaler Wahnsinn waren, weil irgendjemand irgendwann mal zu mir gesagt hat, du bist scheiße. Ne? Das, und, ja, aber und das ist, kann, da,
Du hast es halt erlebt, so wie, glaube ich, auch, also es gibt ja viele, beziehungsweise irgendwas in der Kindheit hat jeder irgendwie erlebt. Ja. Und leider prägt uns das dann doch auch mehr, als wir es vielleicht auch tatsächlich wissen. Oder ja, manchmal versteht man gar nicht, warum tickt man jetzt so, wie man gerade tickt. Aber vieles hängt halt wirklich auch tatsächlich mit Erfahrungen und Momenten in der Kindheit zusammen. Ja, hast du ja jetzt gerade ja, auch und, berichtet. Und das Ding ist, ich hatte mir halt davor, wie du damit umgehst, solange du anderen nicht wehtust, ja. Ne, oftmals äußert sich das in selbstzerstörerischen Verhaltensmustern, indem du, keine Ahnung, keine Beziehungen führen kannst oder du, keine Ahnung, zu viel Alkohol trinkst oder was auch immer. So. Aber ich habe für mich gemerkt, ganz klar, weil ich aus dem sehr, sehr starken Wertesystem, was von meiner Familie auskommt, herkomme, habe ich für mich entschlossen, dass ich das so nicht an mein Kind weitergeben möchte und dass es meine Verantwortung ist, mich darum zu kümmern, dass ich ein besserer Mensch werde, um meinem Kind wiederum Menschlichkeit zu beweisen und ja Stärke und eine Vorbildsfunktion auch so. Ne? Und das war auf jeden Fall ein Schlüsselmoment und das war halt aber auch, da muss ich durch ein ganz tiefes Tal gehen, um dann im Endeffekt groß und stark, aber auch super verletzlich und super d'accord mit meiner eigenen Verletzlichkeit irgendwie wieder rauszukommen. Wow. Magst du kurz teilen, wann war das? Also wie lange ist das jetzt her? 2017. Okay. Ja, stark. Und ja, das heißt, was würdest du jetzt noch so mit auf den Weg geben? Oder was machst du dafür, dass du da weiterhin so ja, das einfach für dich annimmst, positiv bleibst? Du hast gerade gesagt, so Yoga, Meditation hast du eh schon immer gemacht. Das hilft dir wahrscheinlich auch, da einfach weiterhin auch bei dir zu bleiben dann, ne? Und irgendwie den Fokus da auf dich zu richten. Ja, ich versuche sehr ehrlich mit mir selber zu sein und ich versuche nicht ein perfektionistischen Standard von mir selber oder für mich selber anzustreben, der unrealistisch ist. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass Instagram und Co. einfach nicht gut tut, weil es ist nicht realistisch, das, was die meisten, und deswegen sage ich auch mal, ich möchte keine Influencerin sein, weil ich möchte nicht auf dem Level Leute beeinflussen, dass sie das Gefühl haben, oh, ihr Leben ist so geil und meins ist scheiße. Ne? Aber ich lese super viel. Ich lese halt auch sehr gerne. Also es gibt so tolle, ob es jetzt beziehungstechnisch Esther Perel ist oder Donna Hay oder wen habe ich da liegen? wie heißt sie denn? Byron Katie oder es gibt so tolle Ressourcen oder ob es Podcasts sind oder Videos auf YouTube oder Ich versuche halt einfach, mich immer mit meinem inneren Leben auseinanderzusetzen und immer jedes Mal, wenn ich irgendwo dogmatisch anstoße oder merke so, oh nee, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf oder so, versuche ich immer dann erst mich recht. Mit so genau, versuche ich mich immer mit Dingen auseinanderzusetzen, um wirklich zu verstehen, was es ist. Und ne, also ich bin in meinem Herzen totaler Akademiker und ich versuche das dann immer so Dinge auseinanderzubauen und die dann irgendwie so für mich zu verstehen. Und ich habe für mich selber gemerkt, dass die gesellschaftlichen, vielleicht habe ich da auch das Glück, dass ich wirklich sehr unkonventionell aufgewachsen bin und nicht von so wirklich starren gesellschaftlichen Strukturen geprägt bin. Aber ich habe für mich gemerkt, so gesellschaftliche Vorstellungen von dem, wie bestimmte Dinge sein müssen, wie eine Frau zu sein hat, wie eine Frau zu altern hat, wie eine Beziehung zu sein hat, wie ich mein Kind erziehen muss, wie was auch immer, dass ich die Wahl habe, die für mich anzunehmen. Und wenn ich das Gefühl habe, sorry, nee, aber irgendwie kämpfe ich jetzt gerade gegen mich selber, weiß ich, brauche ich nicht, brauche ich nicht so annehmen. Und das, das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Und ich bin im Herzen ein sehr, sehr weicher Mensch und versuche irgendwie auch immer so ein bisschen wie Wasser mich um alle Dinge zu bewegen und einfach so go with the flow und ich glaube halt, dass auch immer alles so kommen soll, wie es kommt und ich glaube, das hält mich so sehr positiv.
Sehr, sehr schön. Vielen Dank für diesen tiefen Einblick dann doch auch. Und ich möchte nur kurz jetzt zum Ende auch doch natürlich nochmal auf dein auf deine Leidenschaft zu Vintage-Mode eingehen und auf deinen Online-Store. Berichte doch nochmal ganz kurz, wie kam da überhaupt so diese Leidenschaft auf und war auch immer schon der Wunsch da, so eine eigene Kollektion sozusagen an den Start zu bringen? Also meine Leidenschaft für Vintage ist definitiv auf der einen Seite inspiriert von meiner Mutter, die so was Interieur angeht und so begnadet ist und auch meine Oma und die beide sehr, im Englischen würde man sagen crafty, also die sind super gut da drin, Sachen neu zu erfinden und keine Ahnung, eine alte rostige Schale, die dann im Endeffekt, keine Ahnung, da kommen da irgendwie ein paar Straußeneier oder so rein und dann sieht das total toll aus und die steht dann oben auf dem Schrank oder ein alter Busch, ein alter abgestorbener Busch, der oben irgendwie auf dem Schrank oder also so ganz unkonventionelle, richtig coole Interior-Sachen. Und durch meine Familiengeschichte gab es bei uns auf der Farm auch sehr viele so alte Objekte, alte Kerzenständer oder alte Kommoden oder so, die eine ganz lange Geschichte mit sich trugen. Und ich war halt schon immer, oder so alte Leinenbettwäsche oder so, ich war schon immer super fasziniert davon, weil das bei uns halt total vertreten war. Und dann kamen meine Schwestern dazu und meine Cousine, die in Kapstadt studiert haben. Und ich war halt in der Nähe von Kapstadt auf der Highschool. Und dann habe ich sie halt immer am Wochenende besucht. Und dann sind wir immer zusammen durch die ganzen Secondhand-Läden gezogen. Also lang, lang, lang bevor das überhaupt ein Thema war. Und dann haben wir einfach alle möglichen coolen Sachen gefunden. Und da war ich halt 14, 15 so und habe dadurch wirklich meine Liebe entdeckt. Ich kann mich noch daran erinnern, da war ich noch in der Grundschule, da war ich, glaube ich, 11, habe ich auf dem Kirchenbasar so 70er Jahre so orangene Sandalen gefunden. Und die waren für mich das, ich habe sie unten irgendwie aus einer Kiste gezogen, ich habe sie gefunden, ich habe mir so gedacht, Jackpot! Wow, Jackpot, genau, weil ich habe die gesehen und habe mir gedacht, ey, die hat keiner und die sind so cool. Ich bin halt auch so ein Auge fürs Detail und so Ästhetik ist total mein Thema. Und ich kann mich noch daran erinnern, das war auch wieder so ein Grund, dass andere mich total gemobbt haben, weil sie gesagt haben, boah, was ist denn das für ein Scheiß so. Aber ich fand es irgendwie schon total spannend. Und dann, wie gesagt, durch meine Mutter, durch meine Oma, durch meine Schwestern hat sich das immer weiterentwickelt. Und mit 16, 17, 18 habe ich nur Vintage getragen. Also mache ich auch nach wie vor fast ausschließlich. Und dann durch meine Reisen als Model hatte ich irgendwie immer so meine Streifzüge, ob das jetzt in, keine Ahnung, London oder in Mailand oder in Athen. Ich war halt immer, egal wo ich hingereist bin, habe ich immer geschaut, naja, damals gab es ja noch nicht Google, aber ich habe mich halt immer umgehört, wo jetzt, keine Ahnung, der Rote Kreuzladen ist oder so, weil es einfach super, ich fand es einfach so, es erzählt immer so eine geile Geschichte und es ist viel spannender für mich als zu Zara zu gehen und mir ein 0815 Hemd zu kaufen, was jeder hat. Auf jeden Fall als ich nach Deutschland gekommen bin, wieder mal als Model gearbeitet, also vor 6 Jahren, einfach um wieder so ein bisschen zu überbrücken. Und dann bin ich unerwartet halt schwanger geworden und dann hat meine beste Freundin Doreen zu mir gesagt, als Model kannst du ja dann natürlich, wenn du schwanger bist, erstmal nicht arbeiten. Und dann meinte sie so zu mir, es fragt dich doch ständig jeder, wo du diese geilen Teile hast oder so. Warum verkaufst du das nicht online? Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich hast du ja total recht. Eigentlich könnte ich ja einen Online-Store bauen, weil spricht ja nichts dagegen. Ich habe das ja auch gelernt. Schließt sich wieder der Kreis, macht also alles Sinn. ja, genau. Und das war es halt auch irgendwie, dass The Leonie Store für mich durch meinen Brand Strategy Hintergrund, ich habe viel so, also kreative Marken, also Designmarken consultet, ich habe auch viel so Creative Direction Krams gemacht und so, und das hat irgendwie alles so zusammengepasst. Ich konnte meine eigenen Klamotten an mir selber fotografieren mit einem Selbstauslöser in der Hand, weil ich habe ja den Model Hintergrund, das hat irgendwie alles so gepasst. Und ja, so kam das halt. Und dann im Endeffekt, wie es zu der eigenen Kollektion kam, also ich hatte mir schon immer gedacht,
dass Vintage zu verkaufen natürlich richtig cool ist, ne? Weil das, wie gesagt, diese Kreislaufökonomie anregt. Und ich da damit auf der einen Seite finde ich, wie gesagt, Vintage ist einfach, das Thema ist einfach richtig, richtig geil. Und da bin ich Feuer und Flamme für. Aber natürlich ist es auch der nachhaltige Aspekt so. Und aber du hast dadurch von der Business-Perspektive halt nichts, was wirklich skalierbar ist. Und daher hatte ich auch schon länger den Traum, eine Vintage-inspirierte Basics-Linie zu machen. Einfach coole Schnitte, die eine Vintage-Schnitte emulieren sozusagen, aber mit modernen Updates, die halt nachhaltig produziert sind. Und in diesem Falle jetzt, und das ist genau das, da bin ich am meisten stolz drauf, dass wir wirklich nur das produzieren, was bestellt wird. Und klar, man kann von neue Klamotten kann man nicht komplett nachhaltig produzieren. Das geht einfach nicht. Dadurch, dass man immer Ressourcen für Klamotten oder für neue Produktionen braucht. Nichtsdestotrotz wirkt es aber trotzdem irgendwie dieser Wegwerfkultur entgegen, ne? Dass wenn du jetzt ein T-Shirt bestellst und es in 6 Wochen geliefert bekommst, dass du dich da so drauf freust, dass du es nicht wieder zurückschickst. Und dir auch vorher wirklich bewusst machst, ob du es bestellst oder nicht, ne? Also das ist ja dann auch natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, ja, sehr cool. Genau, und wir, und wir nicht T-Shirts für 14 Euro verkaufen, sondern unsere T-Shirts kosten schon knapp 60 Euro und klar denkt man sich dann wahrscheinlich, oh, muss ich jetzt 60 Euro für ein T-Shirt ausgeben, aber ich glaube, wenn man sich mit dem Konzept auseinandersetzt, auf der einen Seite sind die Teile halt wirklich super hochwertig, also der Stoff ist fast schon so ein Sweatshirt-Stoff, also quasi den kannst du 20 Mal hintereinander waschen und da tut sich gar nichts. Es ist auch alles mit natürlichen Farben, also non-toxic Farben gefärbt. Und es geht halt darum, dass du ein Kleidungsstück hast, welches in deinem ganzen Kleiderschrank irgendwie einsetzbar ist. Ne? Also es geht um dieses Konzept, die Capsule Collection, dass wir nicht nach Trends kaufen und keine Ahnung, jetzt im Sommer sind Blümchen und dann nächsten Sommer, keine Ahnung, monochrom oder was auch immer, sondern dass wir wirklich uns sehr selektiv Dinge zusammensuchen, die hochqualitativ sind, die wir immer wieder einsetzen können in verschiedenen Variationen und die uns gegebenenfalls die nächsten 5 bis 10 Jahre begleiten. Sehr cool. Okay, mega. Vielen Dank auch da nochmal für den Einblick. Und wer jetzt sagt, boah, ich möchte da gerne mal mehr wissen, wo darf man dir denn folgen? Also vor allen Dingen einmal gerne bei YouTube reinschauen für diejenigen, die uns gerade nur zuhören. Denn da hast du ja schon eins deiner Teile an. Aber wo darf man hinklicken? Wo kann man noch mehr über dich erfahren? Hau mal raus. Also, wenn man Interesse hat an meinem Vintage, dann gerne www.theleonistore.com. Wir packen auch alles in die Shownotes, aber sag's trotzdem weiter. Und auf Instagram Leonie von Hase oder halt auch The Leonie Store, da kann man mich zweimal finden. Und irgendwann demnächst wird auch meine ganz persönliche Website online gehen, wo man alles über mich erfahren kann und meine Projekte und was ich mache und wer ich bin und so weiter. Das wird dann leonievonhase.com sein, aber bitte googelt das jetzt noch nicht, sondern vielleicht erstmal so in 2 Monaten, wenn ich den Stab weitergegeben habe und die Kitas wieder auf sind und ich hoffentlich ein bisschen mehr Zeit habe für sowas. Mega, vielen lieben Dank. Wirst du denn vor Ort sein bei der Wahl, die jetzt in 2021 stattfindet, als dann sozusagen... Ich muss doch quasi, wie gesagt, den Stab weitergeben. Okay, perfekt. Wann wird das sein? Ende Februar, glaube ich, ne? Ja, ich meine am 27. Okay, das heißt, wenn das Interview jetzt hier gerade veröffentlicht wurde, dann ist das alles schon passiert und du gehst dann wieder noch einmal mehr deine eigenen Wege. Vielen, vielen Dank für all die Einblicke und auch die persönlichen Insights in all das, was dich bisher so bewegt hat. War sehr, sehr spannend, da auch einfach noch mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken mit dir gemeinsam. Am Ende des Bewohnerfrei-Podcasts ist immer eine kurze Frage, kurze Antwortenrunde. Die würde ich jetzt auch mit dir natürlich machen. Bist du bereit? Okay. Also, deine letzte WhatsApp-Nachricht ging an?
Meine, also die Familiengruppe, die Hase News. Und okay. Ich habe ihnen gezeigt, wie ich das erste Mal in meinem Leben Schnee geschippt habe. Oh, mega, wie cool, die Hase News, sehr, sehr schön. Der Titel Miss Germany 2020 bedeutet für dich? Progress. Mhm. Fortschritt. Persönlich wachse ich, indem ich? Durch dunkle Täler gehe. Okay, yes, I feel you. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe? Ich liebe dich von meinem Sohn. Das beste Buch, was ich je gelesen habe? Oh, da möchte ich mich jetzt nicht so festlegen. Aber in letzter Zeit 5 Frauen von Lisa Taddeo. Okay, das habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört. Sehr cool, danke für den Tipp. Der besonderste Ort, an dem ich jemals gewesen bin? Namibia, klar. Geld ist? Freiheit. Mhm. Wenn ich als alte, weise Frau eines Tages vor jungen Kindern etwas erzählen darf, werde ich ihnen erzählen, dass? Ich irgendwann mal Miss Germany war. Mit 35. Yes, sehr cool. Und dann wird eine lange Geschichte folgen. Sehr, ja. Sehr cool. Vielen lieben Dank, Leonie, für deine Zeit und das coole Interview. War schön, dass du hier warst. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Danke, dass du mich so wasserfallmäßig hast reden lassen. Das kann ich mir nicht sehr gut. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank jetzt auch von uns beiden an dich, der und die uns jetzt bis zum Ende hier zugehört hat. Vielen Dank und ja, ich sage immer super gerne, wenn du Impulse oder Aha-Momente hattest, wovon ich ausgehen werde, dann teile die super gerne auch auf Instagram. Ja, tagge uns beide und dann wissen wir, was ihr da auf jeden Fall mitgenommen habt. Und ansonsten sage ich wie immer, bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge hier im Bewohnerfrei-Podcast. Tschüss!